begleitet von Italienern, die urplötzlich in unsere Ad-hoc-Partyhäuser joinen. Zu unterstrich 90. Zizu unterstrich 90 und mitspielen wollen, machen wir jetzt einen Nagakuga. Sind allerdings nur zu zweit, weil wir den Italiener rausgekickt haben. Hat eine Sekunde gedauert, da war er draußen. Er hat Hi geschrieben und war sofort draußen. Da hat sich schon so gedacht, ach, bin ich mal freundlich. Komm, ich komm rein, Ah, hi, was läuft die jetzt? Gesellen vom Norden, die Ah, und dann, Deutschen. oh, was ist jetzt? Oh. Ah, die Deutschen, unsere Nachbarn. Schön, wie geht's euch? Zack, raus. Italiener? Ne. Ach ja, schön. Boah, verpiss dich, du scheiß Melnix, Alter. Und jetzt sehen wir den Nargacuga, zu dem wir normalerweise einen Film sehen würden, wenn wir ihn alleine machen würden. Aber wir sind ja hier nicht in Wünsch dir was? Den Film sehen wir dann erst, wenn wir im Dorf soweit sind. Mein Gott, er hat mich gesehen. Ich Warte, ich weiß komme, ich komme! nicht, Du, was jetzt müsste ich echt so Superman-mäßig angeflogen kommen, das wäre endgeil. okay. Nagakuga? Ja, und da sehen wir ihn auch schon, das ist ein T-Rex-artiges Monster. Und Fabi penetriert es gerade schon. Wenn er so charged, könnt ihr eine Schallbombe werfen, dann fällt er um. Der war nicht K.O. oder so. Och, Mann. Warte, versuche ihn in der... Och. Falle K.O. zu hauen. Too late. Danke, Fabi. No problem, bitch. Komm, versuchen wir ihn in die Fallgrube zu locken. Okay. Warte mal, war das nicht irgendwie auch wieder? Warte. Wenn er wütend ist, geht er glaube ich nicht rein. Ja, doch. Scheiße. Doch, wenn er wütend geht, geht er rein. Nee, war es nicht an. Oh. Siehst du? Weiß ich sogar schon mehr Bescheid als du. Mann, bin ich gut. Boah, den penetrieren wäre aber schon übel, ey. Der braucht doch nix, da kennen wir nix, ne? Ja. Oh, Und durch die kann man sich durchmalen, durch die Attacke. Und die Rüstung von ihm ist auch ziemlich gut, die hat Ausweichen plus 2. Da kannst du quasi durch alles durchrollen, durch die ganzen Schreie, durch, kannst du da durch alle Schreie eigentlich durchrollen? nicht durch alle, aber durch fast alle. Und durch sau viele Attacke, durch sau viele Attacken. Also wenn man wirklich Schwierigkeiten hat mit dem Ausweichen, dann hilft dir das total weiter beim Ausweichen. Du rollst dich dann so krass weit weg. Ja, das ist, nennt man dann Ausweichdistanz. Im Fachjargon, wie der Fabi es jetzt nennen würde, Boom. Nicht getroffen, lieber Fabian. Ha! Das nenne ich mal eine geile Falle, Alter. Schau, perfekt vorbereitet zum Stun. Ey, den Kizuhammer möchte ich, dass wir mir auch noch machen. Der ist ultra. Also Nagakuga hat Feuerschwäche minus 4 und Donner minus 3, by the way. Jo. Glaubst du, der lebt noch lang? Ich glaube Autsch. nicht. Ne, ich glaube, der ist bald tot. Ich glaube, ich bin auch bald tot. Geil. Hauptsache, ich bin gerade der übelste Noob. Ich stelle mich an wie ein Kleinkind, Mann. Oh Gott. Ich stelle mich an wie ein Kleinkind. Warte noch mit dem Töten auf mich. Ja, Ich möchte ich dann, weiß nicht, ich... wie viel Leben der hat. Soll ich jetzt einfach warten oder was? Die ganze Zeit nur ausweichen, das ist so langweilig. habe mich gerade echt wie ein Kleinkind angestellt. Das war gerade das Noobhafteste, was ich machen konnte. Oh mein Soll ich Gott. jetzt warten, also soll ich nicht mehr draufhauen? Doch. Wahrscheinlich jetzt so ein Schlag und er ist tot. Fehlt halt nicht mehr aus, bin mir sicher. Ich habe keinen Maxi-Trank mehr. Scheiße. Ich glaube, der One-Hitted mich jetzt.
Hallo Nagekuga, du bist mein Lieblingsmonster, denn du hast mich gerade getötet. Oh, voll in die Fresse hast du ihm gegeben. Jetzt hau da ab. Mann, bin ich gut. Hast du einen Maxi-Trank? Hau her. Ja. Danke. Kann ich immerhin noch mitkämpfen. Whee, auf geht's. Blamage Teil 2. Sollen wir mal versuchen, den zu fangen? Das könnte ich machen. Ja, wir Ich müssen weiß nur zwar, ob schauen, er wie schon viel bereit Leben ist. hat. Ich glaube, der ist. Nee. Ich glaube, der hält immer ziemlich viel aus. Na, viel dürfte nicht mehr aushalten, aber wahrscheinlich ist es noch nicht genug. Oder es ist Anscheinend doch schon schon. genug. Warum? Was wolltest Dann. du mit dem Fangen machen? Eine Einfach nur Himmelsschuppe oder fangen. was? Nee, einfach nur fangen halt, dass du mehr Sachen Aber ich glaube, kriegst. beim ersten Mal ist es cooler, wenn man ihn tötet. Okay. Dringende Quest so töten, so, weißt du? Der muckt sich auf, du tötest ihn. Weißt du, es ist so eine Sache der Ehre. Mann, hä? Sache der Ehre, kennst du? Kennst du nicht? Ich habe keine Ehre. Ja, das weiß ich. Du machst Hexenfeste. Du Ich Ketzer. mache keine Hexenfälle. Ich meine sie. Star Wars Musik. Oh Mann, ich bin schon wieder rausgeflogen. Nice, oder? Geil. Und Akura ist wieder rausgeflogen, Gott sei Dank erst gegen Ende der Quest. Denn sonst. Wow, Fabi ist mal rausgeflogen? Was ein Phänomen. Hätte ich nie Krass, das erwartet. ist so gut wie nie. Und ein Nagerhirnstamm bekommen. Du hast ihm wahrscheinlich sowas von die Schädel, einen Schädel eingehauen, Alter, dass er einen Hirnstamm gedroppt hat. Und ich bin hier Rang 8. Gehe zur Trainingsschule im Westen des Dorfes und messe dich mit den Giganten. Okay, stand nicht dabei, aber. So. Jetzt schauen wir doch mal, was wir feinisch bekommen haben. Bekommen Lavasiot-Info. Ah, Lavasiot ist ein neues Monster. Du warst toll da draußen. Ich kann glauben, dass du die Nagakurse problemlos besiegen konntest. Problemlos, ja. Dank des jüngsten Erfolges oder des jüngsten Gerichts. Oh Gott, war das schlecht. Kannst du nun Stufe 2, bla 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 Geht's bla. weiter. So, Belobigung G erhalten. Und jetzt sehen wir hier schöne, feine neue Quests, ne? Zum Beispiel noch ein Nagakuga im alten Sumpf. Eklig. Oder zwei Nagakugas im großen Wald. Hä, warum wird hier einmal großer Wald abgekürzt und hier großer Wald groß klein, weitergeschrieben? Wahrscheinlich wegen Tag und Nacht. Dann Lavasiot, zwei Lavasiots und so weiter und so fort. Terra Shangun ist auch ein neues Monster. Yangaruga, geil. Kupferblankonga, von dem wir auch oft machen werden. Damit wir mir meinen Hammer verbessern können. Und mein Langschwert. Und das war's. Tschüss. Ciao.